Heute machen wir einen Trip und wir nehmen euch mit. Und heute geht es nach... Kolan! Nach Kolan geht's, meine Freunde. Dann werden wir mal auf Inselrundfahrt gehen. Dann werden wir mal gucken, wo sind die guten Strände, die werden wir uns mal anschauen. Und da fahren wir jetzt zum Scooter los, zum Pier. Dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Es sind immer Überraschungen dabei. Ihr wisst, Thailand! Jede gute Reise beginnt meistens beim 7. Sind wir auf dem Pier, das heißt, du läufst einfach nur auf die Brücke rauf und gehst dahin, wo das Boot läuft. Fertig. Kein Ticket vorher kaufen, sich nicht zulabern lassen. Welcome to Kolan, meine Freunde. Lan Island. So, jetzt haben wir uns mal einen Scooter gleich mal gemietet. 300 Baht ist der normale Preis. Schlägt man zu. Das geht ab. Da kommt mein Freund mit dem Roller. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Ich hatte die gleiche Farbe in Los Angeles auf meinem Mietauto und ich habe es innerhalb einer halben Stunde zerlegt. Total schade. Und jetzt haben wir mal das erste Kaffee, das gut aussieht. Da wollen wir uns jetzt mal einen Kaffee gönnen. Und das ist das Teddybären-Kaffee. Soul Sweet Cola. Natürlich bleibt es nicht beim Kaffee, weil meine Frau hat die Speisekarte entdeckt. Dann werden wir mal auf Inselrundfahrt gehen. Dann werden wir mal gucken, wo sind die guten Strände, die werden wir uns mal anschauen. Dann werden wir mal gucken, ob das wirklich ist wie Phi-Phi Island, meine Freunde. Oder ob da jemand von euch den Mund zu voll genommen hat, gell? Gut. Das ist wirklich gut. Die Balance ist einfach gut, wisst ihr? Da ist wichtig einfach die Balance. Sei es beim Kaffee, sei es bei so einem Shake. Die Balance ist wichtig und die stimmt hier. Das ist das thailändische Kartoffelgratin. Wenn wir mal probieren, die Pilzsuppe gibt es nicht mehr. Alter Schwede, die Bremsen hätten vor 4 Jahren gemacht gehört. So, und weiter geht's. Zum ersten Strand, Monkey Beach. Monkey Beach. Ja, das ist jetzt Monkey Beach. Ich schaue mal das Wasser an mit euch zusammen. Gehen wir mal rein bis zu die Knie. Hä? Gucken wir mal. Ja, das Wasser ist schon
ist schon sauber. Ist ein klares Wasser. Ist schon anders wie Pattaya, oder? Ja! Weil es ist hier schön. Ja. Du schwimmst. Ja, es ist auf jeden Fall klares Wasser. Da brauchen wir nicht reden. Und du kannst Pattaya sehen, so ganz weit weg. Ich zeig's euch mal. Sieht man natürlich jetzt auf einer GoPro nicht mit dem Weitwinkel und so, klar. Ich kenne halt viele Beaches hier in Thailand, aber ich finde es okay. Das ist, der Monkey Beach ist okay. Da der Strand ist halt komplett voller Strandliegen, da wo du dich hinhockst, ein Bier zwitscherst, kann man herkommen. Sand cool, Wasser sauber und du hast halt so ein bisschen sowieso, was ist das? Schiffswrack-mäßig. So Steingemäuer, wo du vielleicht hinschwimmen kannst, wo du tauchen kannst. Sieht gut aus. Hallo meine Freundin, was geht ab? Der erste Strand, Monkey Beach, kommt hierher. Da könnt ihr auf jeden Fall einen Strandtag erleben. Gibt Liegen genug. Und jetzt schauen wir mal weiter. Wir fahren jetzt zum Viewpoint hoch. Meine Frau ist da überhaupt nicht begeistert, aber Viewpoint ist Viewpoint. Ich mag nicht hoch. Ich fahre auch so schnell, dass sie nicht abspringen kann. Das ist der Trick, weißt du? Hey. Hier ist ja hoch. Ich muss hin nicht. Nein, ist nicht hoch. Glaub mir, ist überhaupt nicht Schau hoch. Schau mal, oben. Der Berg zu Hause bei uns ist viel höher. Viel, viel höher. Nein, mein Anfang. Wir sind hier beim Windmill Viewpoint auf der Insel Koh Lan. Werden wir uns mal angucken. Meine Frau hat es überlebt. Ist nicht schlimm, aber es ist ein enger Weg, den man fährt. Leiht euch einen Scooter hier aus, weil zu Fuß bei der Hitze gehst du den Weg nicht. Also den gehst du, aber danach machst du nichts anderes mehr. Also auch ein bisschen Schatten am Viewpoint, feiere ich. Tilly, zu hoch, oder? Sind gefühlt einfach einen Ticken zu hoch und das sag ich als 101,85 Meter Europäer. Aber die Stufen, schaut mal. Die sind da wirklich ein paar Zentimeter unters Knie. Und wenn da so eine 1,45 Meter Asiatin läuft, für die ist das ja jedes Mal ein 2 Meter Absatz. Das ist Samae Beach, was ihr seht da unten. Das sieht mir so noch aus, als würde ich da unten einen Chunk trinken. Meint ihr, das klappt? Ich glaube, das klappt. Okay, meine Freunde, weiter geht's. Schaut mal, was steht da hier so für ein Kanister einfach rum? So ein blauer Kanister mit rotem Verschluss und keine Ahnung, was für eine Flüssigkeit im Bottich. Ist immer alles so Far Cry-Style hier, das feiere ich voll. Barbie hier. Willkommen auf Samae Beach. Wir machen natürlich gleich ultimativen Strandtest. Wir gucken uns jetzt mal das Wasser an. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und schaut mal her, da hast du halt wieder diesen typischen Style. Einfach überall liegen. Du siehst so richtig, das sind so diese Liegen-Areas. Da gibt es viele. So, jetzt gucken wir mal Wasser an. Ja, also Wasser ist schon klar. Da kannst du nichts sagen.
Und gefällt mir der Spot, Same Beach. Hau ich mir auf jeden Fall ein Bierchen da rein. Ich brauche jetzt mein Chunkchen. Es ist auch ein Qualitätsmerkmal, wenn meine Frau anfängt, Selfies zu machen. Dann ist gut. Dann ist gut. So, jetzt brauche ich ein Bierchen und zwar auf einer Liege in erster Reihe. So, wir gehen jetzt noch in dieses Pink Wonderland hier. Weil da kann man sich hinhocken und ein Bier zwitschern, ohne für die Liege zu bezahlen. Der andere Hans wollte für die Liege auch noch mal pro Person 150 Baht. Bisschen weißer Sand hier unter den Füßen. Blaues Wasser. Kühles Bierchen im Schatten sitzen. Was brauchst du denn mehr? Mein yeah. Lieblingsgetränk. Mein Lieblingsgetränk auch. Und auch Schang. Angenehm. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Du hast ein schönes Wasser. Du hast einen Wind einfach. Der macht diese Hitze, die heute ist, richtig, richtig ertragbar. Was willst du denn mehr? Das ist doch alles top. Ja, also da muss man wirklich sagen, ist wirklich eine geile Alternative. Wenn du jetzt irgendwo ein Pattaya abhängst, vergiss die Strände da einfach. Komm Koh Lan und dann hast du mal schon einen schönen Strandtag, so einen Inselstrandtag. Und das sollte man ab und an sich gönnen, finde ich. Für 30 Baht die Fähre, One Way 30 Baht, hin und zurück 60 Baht. Komm, geschenkt. Mag Koh Lan und Wasser sehr schön und hat viele Beach. Und nicht so weit weg von Bangkok. Ja. Ist der Strand und das Wasser besser als in Pattaya, oder? Ja. Sicher. Sicher. Damn. Ist doch auch wieder absolut Far Cry hier. Das ist absolut Far Cry. Schaut euch das an. Trinken wir mal ein Bierchen noch alle, meine Freunde. Dann werde ich jetzt noch zweimal anziehen, dann ist das Ding weg. Und dann fahren wir weiter zum nächsten Beach. Wir zeigen euch die ganze Insel. Nächste Beach mag ich möchte fahren zum Tien Beach. Schön, aber wir müssen schauen. Tian Beach, ja, der ist ein bisschen gediegener, jetzt ist auch ein bisschen Ebbe natürlich, das Wasser geht zurück, aber Fakt ist, da ist nicht so Liegestuhl überflutet, sondern da ist doch ein bisschen mehr Strand noch, auch schön. Da sind ein Haufen Hunde am Strand und eigentlich keine Leute. Jo, aber wir fahren weiter. Der nächste Beach ist Da Wan Beach. Da Wan Beach. Da schauen wir jetzt hin. Das ist der Hauptstrand von der Insel. Meine Frau ist gar nicht begeistert. Geschisser. Wir haben alle Angst. Da Wan Beach! Und das hier ist halt schon noch mal eine andere Liga. Also da ist halt einfach sau viel los. Das ist der touristische Strand, das ist der größte Strand. Schau mal, da stehen 100 Leute an, die auf irgendein Boot warten. Da fahren die Jetskis auf und ab. Wir haben einen extra Jetski-Parcours hier. Ich zeige euch das mal. Das
Seid mir nicht böse, meine Freunde, aber das ist Stress am Strand. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist ja irre. Also da stehen hier irgendwie 30 Leute an für Jetskis. Da stehen irgendwie 80 Leute an für irgendein Boot. Es ist Lärm von den Jetskis in der Luft. Die Boote ballern draußen rum. Also sei mal nicht böse. Und vor allem, du darfst ja nicht mehr alleine fahren. Dein Jetski, da sitzt du vorne und hinten ist ein Guide und mit dir durch diesen Parcours schießt. Das ist ja total uncool. Hey, wer zahlt dafür Geld? Ja, also an dem Strand, da halten wir uns gar nicht mehr lang auf, weil ihr habt ja gesehen, das ist so ein übelstes Massending. Hey, boah. Also dafür brauchst du nicht hierher kommen. Da fällst du dir gegenseitig über die Füße. Deswegen, wir fahren weiter nach Tonglang Beach. Das hier ist Tonglang Beach. Ist Ebbe einfach. Es ist Ebbe und es ist wirklich viele Boote und Jetskis drin. Lädt mich jetzt nicht wild ein, dass ich mich da jetzt reinköpfen müsste, muss ich sagen. Es gibt noch den Großelternstrand. Und da fahren wir jetzt dann hin. Den Großelternstrand. Wahrscheinlich genau das Richtige für mich. Und hier ist ein Mann, der ist sehr klug. Der hat einen Metalldetektor und holt sich da noch ein bisschen Münzen oder so. Auch in Thailand wird das gemacht. Ich habe safe Sonnenbrand. Ich habe safe Sonnenbrand morgen. Meine Oberarme glühen. Wir fahren weiter und schauen uns den Großelternstrand an. Und wenn der nichts ist, fahren wir 3 Stunden wieder zurück, weil der war richtig geil, da wo wir auch ein Bier getrunken haben. Der war top bis jetzt. Wird der beste geheißen, wo wir Bier getrunken haben bis jetzt? Wie? Same Beach fanden wir bis jetzt am coolsten. Großelternstrand. Summit Beach war bis jetzt der beste. Den kann man euch wirklich empfehlen. Da fahrt ihr hin, da könnt ihr chillen, da ist nicht so viel los und da ist das ganze Ambiente einfach nicht so hart touristisch. Aber die anderen Strände waren einfach so zugeballert mit Liegen und überall nur auf Hardcore-Massentourismus aus. Und das finde ich bei Inseln total schade. Jetzt gucken wir uns mal den Strand hier an, meine Freunde. Ist mir auf jeden Fall sympathisch, weil nicht so groß, Wasser schön, nicht so viele Leute und nicht alles so zugeballert mit Strandliegen. Schaut mal hier. Easy. Wir bleiben hier. Wir finden es gut. Jetzt holen wir uns eine Liege, ein Bier und dann schmeiße ich mich in die Badehose. Und Taki wahrscheinlich auch in den Bikini. Und dann gehen wir ins Wasser natürlich. Das haben wir uns jetzt echt verdient. Wir haben einen Strand gefunden, der gut ist. Also der Strand und Summit Beach, diese 2 empfehle ich euch. Die anderen, spart euch die Zeit, bringt's nicht. Ja, jetzt haben wir uns mal ein Bier bestellt und ja, genießen das hier. Also ich würde sagen,
Schön. Kapon, kapon. Es ist passiert, meine Freunde. Mein Schuh ist im Ich habe den jetzt notdürftig gerichtet hier. Mit so einer kleinen Umhängeschnur, die ich hier dabei hatte. Aber ich habe ihn komplett aufgerissen. Ja. Der muss nur halten, bis ich nach Hause komme. Scheiße, Mann. Der ist komplett aufgerissen. Jetzt fahren wir zum Pier und geben den Scooter ab. Und dann werden wir auf jeden Fall was essen gehen noch. Wo hat es dir bis jetzt am besten gefallen? Und warum? Hat mehr Wasser und schön mehr. Okay. Hier ist der Hafen und hier geht's jetzt wieder los. Und das Geile ist irgendwie, du siehst halt komplett Pattaya, Chomtien, alles siehst du hier von Koh Lan aus. Ich glaube, dass das nachts auch cool aussieht, wenn du da so sitzt. Und nachts dann die ganzen Lichter und so. Ich kann mir das echt vorstellen. Ja? Muss man mal ausprobieren einfach. Jo, war ein schöner Tag, sich mal die Insel anzuschauen. Also so Koh Lan Fazit würde ich jetzt einfach mal sagen, passt. Das Inselfeeling kommt nicht so richtig an hier, finde ich, weil alles so brachial auf Massentourismus ausgelegt ist. Überall die Liegen, überall versucht man nochmal irgendwo Geld rauszuhauen. Also da ist es teilweise so, du hast ein Restaurant und vorne sind Liegen. Du isst was, du trinkst was, musst aber trotzdem für die Liege zahlen und fürs Klo. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist okay, also wenn man in Pattaya Urlaub macht und so, oder wenn man in der Ecke ist, dann kann man sich Koh Lan geben und dann kannst du einfach an den Stränden, hast du ja erfahren, wo, hier in dem Video, kannst du auf jeden Fall chillen hier, keine Frage. Dann macht einen Tagesausflug, passt. Was ich jetzt auch gleich mal nutzen möchte, euch als kleinen Tipp geben, wenn ihr einen Scooter ausleiht, vor allem touristengebietmäßig hier, filmt, jeder hat ein Handy in der Hosentasche, filmt einmal beim Ausleihen den Scooter aus, sondern macht ein Foto vom Kennzeichen, macht ein Foto von allem einfach, um sicher zu gehen. Also ich habe auch mit der Kamera einmal den Scooter aus und rum gefilmt, weil es gibt halt immer noch diesen Scooter-Scam, genauso wie den Jetski-Scam. Wenn du hier irgendwas ausleihst, auch ein Auto oder so, generell auf der ganzen Welt würde ich das machen, film einmal außenrum alle Schäden, die schon da waren und die nicht da sind. Damit du am Schluss beweisen kannst, Moment mal, der Kratzer von links war schon, den habe nicht ich gemacht, ich zahle keinen Cent. So wird hier abgezockt, also das passiert definitiv tagtäglich hier in Thailand am Touristengebiet. Das sieht doch schon mal gut aus, Partei. Es sind auf jeden Fall Nüsse dabei, das feiere ich schon mal hart. Das ist die Limette natürlich am Start, die man sich drüber presst. Ohne Limette Partei, meine Freunde, ist kein Partei. Eine knappe 8 Partei ist es. Oh. Sie sagt Aloha. Ihr könnt auf jeden Fall herkommen und essen. Ich glaube, das Essen ist in Summe gut. Ihr ist es gut, meins ist gut. Haut rein. So ein 10 Partei kriegst du halt auch nur am Straßenrand. Meistens von den alten Omas, die seit 50 Jahren nichts anders kochen als Partei. Da kriegst du halt eine 10 von 10 Partei, klar. Schau mal. Ja, ich habe auch Sonnenbrand. Safe hier. Safe, morgenrot. Hier Unterschied wie Tag und Nacht. Also die Sonne auf der Insel natürlich, die ballert schon runter, wenn du dann mit dem Scooter fährst, da haut's dir den Sonnenbrand nur so drauf. Nach 18 Uhr geht die letzte offizielle Fähre. Nach 18 Uhr kannst du maximal mit dem Speedboot noch fahren.
Hat es dir gefallen? Ja, sehr gut, sehr schön und hat viel Spaß. So kann man empfehlen, wenn man hier in Pattaya ist und wenn man hier im Endeffekt seine Zeit verbringt, dann fahrt man nach Kolan rüber. Der es noch nicht gemacht hat, unbedingt jetzt aber hin. MacGyver, oder?